Pickup-Artist mit über 30, mit über 40 oder über 50 Jahren sein. Du schaust dir vielleicht meine Videos an und bist über 30, über 40, über 50. Und manchmal, eventuell, ja, hast du das Gefühl, dass die Sachen, die ich sage, nur für jüngere Leute sind. Zumindest bekomme ich das öfters als Kommentar gesagt. Hey Marco, ich glaube ja, dass deine Technik funktioniert, aber nur bei jüngeren Frauen oder für jüngere Pickup-Artists. Und ich bin 44, für mich oder für Frauen in meinem Alter funktioniert das nicht mehr. Und meine Antwort ist und war schon immer gewesen, Limiting Belief. Ein limitierender Glaubenssatz ist das. Warum? Das will ich euch erklären. Kommt mal mit, denn wir sind hier gerade in Venedig unterwegs und laufen jetzt hier mal eine Runde und währenddessen erkläre ich euch so ein bisschen, warum ich das meine. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Pickup-Techniken absolut altersunabhängig sind. Der Unterschied ist folgender. Jemand, der genau das denkt, ja, diese Technik funktioniert nicht für mich, das funktioniert nur für jüngere Leute, bei dem ist irgendwas passiert beim Älterwerden, ja, beim Ü30 werden, beim Ü40 werden, beim Ü50 werden, was denjenigen dazu gebracht hat, so zu denken. Vielleicht war es so, dass derjenige, als er 20 war, als er 25 war, richtig easy Frauen gekriegt hat. Warum? Weil er mit seinen Jungs unterwegs war, gesoffen hat, Party gemacht hat, dort Frauen kennengelernt hat und dann einfach das Gefühl hatte, dass es locker einfach ist, ja, dass es leicht funktioniert. Und er war auch unbeschwert. Und vielleicht ist dann Folgendes passiert. Er hatte eine längere Beziehung von 10, 15 Jahren und danach ist er rausgekommen. Ja? Ist einfach rausgekommen aus dem Game und kommt nicht mehr so richtig rein. Das sind übrigens ganz, ganz viele typische Einzelcoaching-Klienten von mir, bei denen das genau der Fall ist. Und was ich sagen möchte ist, dieses Rauskommen ist keine Sache, was mit einer Pickup-Technik zu tun hat, wie mit einem Freeze oder Nagging oder was auch immer. Das hat nichts damit zu tun. Ja, das eine ist, du bist rausgekommen aus dem Game, hier aus dem Game bist du rausgekommen. Und das andere ist eine Technik. Ja? Und du kannst, wenn du rausgekommen bist aus dem Game, diese Technik nicht mehr anwenden oder du glaubst nicht daran. Ja, du hast nicht das Selbstbewusstsein, diese Technik anständig durchzuziehen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist bei vielen von euch einfach auch die Wahrheit, dass ihr nicht mehr daran glaubt, im Alter es durchziehen zu können. Dass die Frauen anders geworden sind. Dass eure Umgebung anders geworden ist. Dass eure Freunde anders geworden sind. Dass alles anders geworden ist, als ihr 20 wart. Und damals war alles noch viel besser, war alles noch viel, viel cooler. Und jetzt könnt ihr keine Frauen mehr kennengelernt. Ja? Das ist ein absoluter Limiting Belief. Das ist ein Limiting Belief. Und als allererstes, wenn man so denkt, muss man diesen Limiting Belief aus der Welt schaffen. Wer älter als über 30, über 40, über 50 ist, der muss lernen, sich jung zu fühlen. Sich jung zu fühlen, offen zu sein und einfach die Welt mit jungen Augen zu sehen, denn das ist genau so eine Sache, die man mit der Zeit verlernt. Ja? Beim Reisen neue Dinge zu sehen, offen zu sein für Möglichkeiten, die passieren können. Nicht so verbittert zu sein und denken, man weiß alles. Viele Männer haben das Gefühl mit 30, dass sie alles wissen, was sie wissen müssen und dass es nichts mehr gibt im Leben, was sie lernen könnten. Und das ist etwas, was dich extrem limitiert, was dir das Wachsen auch verbietet im Endeffekt. Du kannst nicht wachsen, wenn du so denkst, dass du schon alles weißt. Und genauso ist es auch mit Frauen. Wenn du denkst und das Gefühl hast, dass das nicht funktioniert, und das kann auch nicht funktionieren für mich, aus x Gründen, ob es jetzt das Alter ist, ob es das Aussehen ist, ob es dein Körper ist, wie du aussiehst, ob es dein Style ist, ob es deine Art zu reden ist, ob es dein Selbstbewusstsein ist, ob es die Dinge sind, die dir passiert sind. Es ist scheißegal. Wenn du denkst, dass eine Sache nicht funktioniert für dich aus Grund XY, dann funktioniert sie auch nicht für dich. Und aus genau diesem Grund musst du anfangen, daran zu glauben, dass es für dich funktioniert. Und wie machst du das? Du gehst den ersten Schritt in die richtige Richtung. Also wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, dass ein Freeze, ja, ein Freeze ist folgendermaßen,
Eine Frau tut irgendwas, was dir nicht gefällt. Deshalb entziehst du ihr so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Das ist ein Freeze, ganz kurz und knapp, blöd erklärt. Wenn du glaubst, dass das für Frauen Ü30 oder Ü40 nicht funktioniert, dann ist der erste Schritt, dir selbst zu beweisen, dass es doch funktioniert. Und zwar eine Ü30-Frau, Ü40-Frau einfach mal zu freezen. Ja? Ihr einfach mal einen Tag, zwei nicht zu schreiben. Wenn du glaubst, dass es für Frauen in einer Fernbeziehung nicht funktioniert, sie zu freezen, dann ist genau das das, was du tun musst. Und ich bin irgendwann mal hobbymäßig, will ich sagen, im Pickup. Ja, jeder Pickup-Artist hat so seine eigenen Dinge, die er tut, seine eigenen Rituale. Und eins meiner Rituale war und ist es immer noch, dass wenn ich glaube, dass ich so ein limiting belief habe, dass ich genau dagegen versuche zu gehen und mir selbst zu beweisen, dass es doch funktioniert. Dass wenn ich glaube, dass ich etwas nicht kann im Pickup, genau dann mache ich es. Das ist mein Aktivator sozusagen. Und genau das ist etwas, was du für dich auch implementieren solltest. Wenn du glaubst, dass etwas nicht funktioniert, genau dann solltest du es tun. Und zwar öfter tun. Nicht nur einmal, sondern 10-mal. Du solltest dir selber beweisen, dass du es oft kannst, dass du es 100%ig schaffen kannst. Denn genau das ist das, was dir Selbstbewusstsein vermitteln wird. Wenn du am Anfang das Gefühl hattest, dass du etwas nicht kannst, dann hast du es getan, oft, und es funktioniert immer und immer wieder. Dann macht es Klick bei dir im Kopf und du sagst, hey shit, ich habe es bei dem geschafft, ich werde es auch bei dem schaffen. Ja? Ich habe es bei dem Thema geschafft, das durchzusetzen, obwohl ich nicht dran geglaubt habe, und ich werde es auch in diesem Thema schaffen. Und genau das ist Selbstbewusstsein, genau das gibt dir den Glauben zurück an dich selbst, so wie du ihn hattest, als du 20 Jahre alt warst, als du noch jünger warst oder als du 30 warst, wenn das deine Primetime war und du jetzt über 50 bist. Ja? Genau das ist der Glaube, den du brauchst. Einfach wieder an dich selber. Denn Alter ist nur eine Zahl. Ja? Alter ist nur eine Zahl. Es gibt 50-Jährige, 60-Jährige, die absolute Gigolos sind. Und ja, ich weiß, es ist auch so, ich sag dir jetzt einfach mal auch Real Talk, wenn du älter geworden bist als Mann und keinen Erfolg mit Frauen hattest, dann hat dir irgendwas im Leben gefehlt. Und je älter du wirst, desto mehr merken das Frauen, desto mehr kommst du in eine Teufelsspirale rein, aus der du aus eigener Kraft kaum noch rauskommst, weil du einfach diese unattraktive Ausstrahlung hast. Und wenn du die nicht von früh bis spät durchgezogen hast und irgendwo auf dem Weg verloren hast, brauchst du einen Kick, der dich wieder dahin bringt oder der dich überhaupt mal dahin bringt, diese attraktive Ausstrahlung zu haben. Und wenn du das möchtest, dann empfehle ich dir, jetzt auf www.flirtempire zu gehen und dir dort wirklich mal die Seite Einzelcoaching anzuschauen. Denn dann können wir beide mal schauen, falls du ein bisschen Geld auf der Seite hast, ob wir an dir arbeiten können und ob wir dich auf dieses attraktive Niveau heben können, auch wenn du im etwas gehobeneren Alter bist. Viele meiner Klienten sind über 40, viele meiner Klienten sind über 50 und auch die schaffen es dann, Anfang 30-jährige Frauen abzuschleppen. Und genau das ist eventuell das, was du möchtest. Und wenn es das ist, geh jetzt auf flirtempire.com, zieh dir dort die Einzelcoaching-Seite rein. Falls du dazu Fragen hast, kannst du mich gerne jederzeit über das Kontaktformular kontaktieren oder auch einfach anrufen. Und falls du es noch nicht gemacht hast, an der Stelle abonniere jetzt den YouTube-Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.